Wow, hey Leute, wisst ihr eigentlich, wie spät es ist? Es ist ganz knapp vor Halloween und du hast schon wieder keine Halloween-Review gemacht. Oh, Scheiße! Wenige Sekunden später, und wenn ich wenige Sekunden sage, dann meine ich tatsächlich nur so um die 2 Sekunden, weshalb sich diese Einblendung hier überhaupt nicht lohnt, weil sie mehr Zeit einnimmt, als in Wirklichkeit vergangen ist. Ah, verdammtes Prokrastinieren, ich habe schon wieder kein Halloween-Review, kurz vor Halloween. Okay, welche guten Halloween-Spiele gibt's? Erstmal Halloween, was ist Halloween? Halloween ist ein irischer Feiertag. Was gibt's denn aus Irland noch so? Oh, eine Liste bedeutender irischer Dichter. Etliche Stunden später. Wow, ich hätte niemals gedacht, dass die Geschichte hinter der Flagge von Botswana so spannend ist. Ha, was gibt's hier als nächstes? Mehrere Wege, wie man die österreichische Hauptstadt begrüßen kann. Aber der küsst die Hand. Wenn man die österreichische Hauptstadt begrüßen mag, dann sagt's mir entweder Servus Hauptstadt, Wien, grüß Gott, oder auch ein beherztes Gschamster Diener, lieber Wiener. Wenn's schnell gehen soll, dann langt's auch Halloween. Ja, das ist ja einfach. Halloween. Okay, fangen wir mal irgendwie mit was an. Was haben wir denn hier? Kürbis PNG oder sowas ähnliches, keine Ahnung. Apogee. Der Publisher, der wie kein anderer das Shareware-Zeitalter geprägt und seine Intro-Fanfare immer mehr an die von Day of the Tentacle angeglichen hat. Allein in Sachen Jump'n'Run hatte Apogee wirklich für jede Zielgruppe was. Für Freunde von Franchises gab es mehrere Episoden von Commander Keen. Wer es etwas puristischer mochte, konnte mit Secret Agent oder Crystal Case durchaus lange Zeit großen Spaß haben. Darf's mal etwas brutaler sein? Dann her mit Biomanus oder Duke Nukem 2. Statt harter Action lieber etwas mehr Grusel? Vielleicht passt dann besser Alien Carnage oder Monster Bash. Wenn es ein bisschen Grusel sein sollte, aber doch eher etwas harmloser und kindgerechter, in dem Fall könnte Hocus Pocus das Spiel der Wahl sein. Das Videospielgenre, welches ich in meiner Kindheit und Jugend am meisten geliebt habe, ist ganz klar das Grafik-Adventure. Die waren auf Shareware-CDs aber eher sehr spärlich vertreten. Und weil das in meiner Kindheit eine der verlässlichsten Quellen für Unmengen an Spielen war, kann man sagen, dass das Jump'n'Run das Genre ist, auf dem ich gelernt habe. Unter den Titeln, die ich damals gespielt habe, war einiges an sehr schwer spielbarem Unfug. Ich erinnere mich an Gate World, Phylox, Cyril Cyberpunk oder Electroman. Dazwischen gab es dann aber auch ein paar Juwelen, die ich nicht vergessen habe und zu denen ich immer wieder zurückkehre. Und Hocus Pocus ist definitiv eines dieser Spiele, die ich zwischendurch immer wieder auspacke und genüsslich anspiele. Egal ob als Kind, in meiner Jugend, während langweiligen Vorlesungen auf dem Laptop, sogar während ich meine Abschlussarbeit geschrieben habe, habe ich zwischendurch immer wieder einzelne Levels von Hocus Pocus gespielt. Und nun lasst uns doch diesen gruseligen Feiertag nutzen und gemeinsam reinschauen in das Spiel, auf das es vielleicht auch euch verzaubert. Verzaubert! Blitze PNG! Worum geht es in dem Spiel? Wir spielen einen jungen Zauberlehrling mit dem kreativen Namen Hocus Pocus. Ja, das denke ich mir gerade wirklich nicht selbst aus. Der Lütte Hocus möchte ein großer und anerkannter Magier werden und muss sich dazu verschiedensten Prüfungen stellen, die ihm motivierend aufgetragen werden von diesem väterlichen Lehrmeister. Ja, da kommt doch direkt Motivation zum Weiterspielen auf. Eine richtige weitergehende Story gibt es nicht. Das Spiel ist in 4 Episoden unterteilt, von denen die Shareware-Version nur Episode 1 enthält. Jede Episode hat 9 Level und zwischen den Episoden gibt es kleinere Texte, die ein Minimum an Story erklären. Im Grunde ist die Story, geh durch das Level, finde Schlüssel und Schätze, besiege Gegner und sammle immer eine bestimmte Anzahl an magischen Kugeln. That's it. Ein einzelnes Level hat in der Regel eine Spielzeit von gut 5 bis 10 Minuten. Das Bezwingen der Gegner wird durch einen Blitzzauber bewerkstelligt, der sich nach links, rechts und nach oben verschießen lässt. Am Anfang eines jeden Levels kann Klein Pocus immer nur einen Blitz auf einmal verschießen. Aber in der Regel findet man schon relativ knapp am Anfang eines jeden Levels ein Upgrade, mit dem sich schneller Schüsse verteilen lassen. Manche Gegner existieren einfach nur. Einige neigen dazu, auf Pocus zuzurennen, wiederum andere können Projektile verschießen. Wird Hoki Poki getroffen, dann ist das noch nicht das Ende der Welt, aber es wird Energie abgezogen, die sich durch das Sammeln grüner Tränke wieder auffüllen lässt.
Neben dem Bewältigen von Sprungpassagen muss unser kleiner Zauberlehrling unter anderem auch Schlüssel sammeln, die dazu dienen, bestimmte Teile des Levels wegzuzaubern, um dann durchzugehen und entweder Geheimräume oder einen neuen Levelabschnitt betreten zu können. Auch wenn das in Wirklichkeit weit linearer ist, als es hier den Anschein macht, ist das ein ganz cooler Effekt. Natürlich führt das zu etlichem Backtracking. Aber wenn nach längerer Suche eine Wand mit dieser netten Animation wegbricht und Raum macht für einen neuen Weg, dann fühlt sich das schon ganz geil an. Aber was genau mag ich denn an dem Spiel so sehr, dass es diesen besonderen Platz in meinem Herzen hat? Erstmal, ich mag die Grafik. Wir sind hier schon mitten in der VGA-Ära, als Videospielentwickler das volle Potenzial der 256 Farbenpalette ausnutzen konnten. Die Grafiken sind zum einen hübsch kindgerecht, stellenweise aber auch absurd verstörend geraten, in einem Stil, der irgendwie leichtes 3D-Shading erahnen lässt, aber trotzdem noch ganz gut in die restliche Umwelt passt. Heute sieht man das vielleicht nicht so genau, aber in den 90ern, als man am Heimcomputer noch viele Spiele mit EGA oder sogar vier Farben CEGA-Grafik gespielt hat, war das nicht nur eine ungeahnte Farbvielfalt, die Grafik wirkte auch super modern. Und noch immer ist es das, was dem Spiel einen gewissen Wiedererkennungswert gibt, während frühere Plattformer, gerade auch von Apogee, grafisch eher einheitlich aussehen. Mir gefällt auch, dass es verschiedene Settings gibt. Mal spielt sich die Handlung in einem Schloss ab, mal kommen wir in eisige Höhlen und müssen Pinguine erschießen. Pff, die konnte ich eh noch nie leiden. Und sogar in eine ägyptische Pyramide verschlägt es uns. In Sachen Design, alles gut. Etwas, das mich ein wenig stört, kann ich nicht so richtig in Worte fassen. Es ist die Art, wie die Karte scrollt. Auf der horizontalen Achse wird Hocus Pocus immer zentriert. Daher scrollt bei jedem Schritt die Karte mit. Und wiederum dadurch wird es sehr unruhig, zumal das Scrolling hastig und in Blöcken passiert, also nicht pixelweise. Gerade wenn man auf einem 4K-Monitor spielt und längere Strecken im Spiel zurücklegt, dann geht das ganz schön auf die Augen. Ansonsten mag ich aber auch das Konzept des Spiels, also dass ein Level erst dann beendet ist, wenn man alle Kristalle gefunden hat. Ziel ist also nicht einfach nur ein Levelziel zu finden, einen Boss zu killen und fertig aus, sondern das Ziel erreicht man nur, indem man ein Level vollständig durchforstet. Zuweilen kann das ein bisschen tricky werden. Da Gegner aber nicht nachspawnen, kann man anhand davon, ob Gegner auftauchen, ableiten, dass man an einer Stelle noch nicht gewesen ist. Ja, es stört doch ein wenig, dass immer wieder Backtracking notwendig ist und da man keine Karte besitzt, muss man sich ganz oldschool auf die eigenen grauen Zellen verlassen. Aber das kriegt man ganz gut hin. So schwer ist Hocus Pocus an der Stelle wirklich nicht. Nicht zuletzt hat es einen guten und echt knackigen Schwierigkeitsgrad. Wer beim Aussehen ein schön kindgerechtes Spielchen erwartet, dem sei gesagt, dass es auf Schwierigkeitsgrad normal schon ein ziemlicher Trümmer und gar nicht so einfach zu besiegen ist. Hierbei sei auch gestanden, dass Heiltränke eher Mangelware sind und teilweise echte Durststrecken auftauchen, im wahrsten Sinne des Wortes. Man kann es also nur schaffen, indem man sorgsam ausweicht und wenn Gegnerhorden auftauchen, vielleicht lieber erstmal das Weite sucht und sich überlegt, wie man den Kampf nun am besten angeht. Und das ist bei Spielen der Zeit auch ungewöhnlich, die fand ich nämlich immer ein Stück zu einfach. Das ist hier wirklich nicht der Fall. Ja, ich bin jetzt eigentlich an dem Punkt, wo ich das Video gerne beenden würde, denn ich merke ehrlich gesagt immer mehr, dass das Spiel eigentlich gar nicht so gut ist. Die ersten 2 von 4 Kapiteln habe ich durchgespielt und gerade als ich motiviert in die dritte Runde starten möchte, machen sich doch einige deutliche Spuren von Abnutzung bemerkbar. Es kommt mir so vor, als würden sich bestimmte Muster immer und immer wiederholen. Wir haben zum Beispiel ständig diese elendig langen Gänge mit den immer gleichen Gegnern. Dann gibt's immer wieder diese Passagen, bei denen wir den Autofeuertrank bekommen, um dann durch ganze Gegnerhorden zu preschen. Und dann sind da tatsächlich noch diese Hebelrätsel, die man immer nur schaffen kann, indem man die richtige Kombination bruteforst. Es sind jetzt schon mehrere Stunden Spielzeit in das Spiel geflossen und irgendwie kommt da nichts Neues mehr, nichts mehr, was mich überraschen würde. Und ja, deshalb habe ich mir die Kapitel 3 und 4 dann auf YouTube als Let's Play angeschaut, nur um festzustellen, dass ich tatsächlich nichts verpasst habe. Es tut schon ein kleines bisschen weh, wenn man feststellt, dass so eine kleine Perle der eigenen Zockervergangenheit doch nicht so fein ist, wie man es eigentlich in Erinnerung hat. Würde ich das Spiel anhand meines letzten Playthrough komplett objektiv angehen, dann würde das Urteil wohl recht vernichtend ausfallen. Aber da Halloween ja bekanntlich das Fest der Versöhnung ist, möchte ich diese Abhandlung gerne auch versöhnlich beenden und statt harscher Kritik lieber ein paar Überlegungen teilen, wie das Spiel hätte besser sein können. Wir wissen ja nicht, ob vielleicht eines Tages Hocus Pocus 2 rauskommt. Und wenn das der Fall ist, hey, ihr habt's von mir zuerst gehört.
Zuallererst mal der Elefant im Raum. Diese ständigen langen Korridore, bei denen man immer und immer wieder denselben Gegnertypus bekämpfen muss und die frei von jedweder Überraschung sind, darf es vielleicht maximal einmal pro Level geben, so als kleine Kampf-Challenge. Aber bitte nicht öfter und bitte nicht als stilgebendes Level-Design-Element. Ein Spiel mit immer gleichem Content zu strecken hat noch nie ein Spielerlebnis bedeutend verbessert und hier war es richtig ermüdend. Zweitens. Tränke sollten gesammelt und über ein Inventar verfügbar gemacht werden. Es wäre doch viel cooler, wenn ich als Spieler selber den Autofeuertrank einsetzen könnte, wann immer ich es für notwendig halte. So wie es jetzt ist, hat man halt einfach an bestimmten Stellen immer Autofeuer. Da ist es doch witzlos, oder nicht? Genauso bekommt man den starken Feuerball immer zu besonders doofen Zeitpunkten. Wieso nicht genau dann, wenn ich ihn tatsächlich gerne einsetzen möchte? Dann ist da Punkt Nummer 3. Bestimmte Fähigkeiten wie der High Jump könnten doch mit der Zeit erlernbar werden. Klar, das Spiel ist noch aus Zeiten weit bevor Metroidvania ein Begriff wurde, aber es wäre doch eine coole Idee, wenn man mitten im Level einen High-Jump-Zauber findet und dann gegen Einsatz von Mana in der Lage ist, geheime Levelabschnitte zu finden oder weitere Power-Ups zu entdecken. Viertens. Bitte, bitte, bitte gebt uns echte Endbosse nicht. Dieses alberne Alibi von Bosskampf gegen statische, lachhafte oder völlig overpowerte Gegnerchen. Biomanis hatte Bosse. Duke Nukem hatte Bosse, hey, selbst Cosmos Cosmic Adventure hatte einen ziemlich krassen Endboss. Wieso ist das hier so extrem in die Hose gegangen? Zu fünft und vorletzt, man sollte mehr Möglichkeiten zum Ausweichen oder Abwehren haben. Ein Schildzauber oder so wäre nice, aber fangen wir vielleicht einfach mal mit der einfachen Mechanik des Duckens an. Da wäre schon viel an Komfort für den Spieler gewonnen. Mein sechster und letzter Kritikpunkt ist die Musik. Das Hauptthema und auch die Musik im ersten Level sind super und unterhaltsam. Danach geht es aber rapide bergab und statt dass die Klänge ins Ohr gehen, gehen sie vor allem auf die Nerven und das wiederum gewaltig. Tja, damit habe ich wohl ein weiteres Spiel gefunden, das ich früher sehr gut fand und bei dem ich bei näherer Betrachtung dann doch festgestellt habe, dass es wahrscheinlich früher auch schon nicht so gut war. Das bringt mich wiederum auf meine obligatorische Community-Frage, mit der ich künstliche Interaktion erzeugen möchte. Haha! Schreibt mir in die Kommentare, mit welcher Creme ihr am liebsten eure Biscuit-Rolle füllen würdet. Wisst ihr was? Da Halloween das Fest der Anarchie ist, weigere ich mich jetzt einfach mal, das Spiel schlecht zu finden. Es hat ganz klar viele Schwächen und unter den zahlreichen von Apogee vermarkteten Plattformern ist das hier bei weitem nicht der beste. Aber das Spiel ist mir in Erinnerung geblieben. Und auch wenn ich in Kapitel 3 aufgehört habe, das Spiel zu spielen, so waren die ersten beiden Kapitel doch wieder einmal ein großer, kurzweiliger Spaß für mich und ich würde es nicht missen wollen. Es fällt mir schwer, das Spiel zu empfehlen. Wenn ihr alte DOS-Plattformer mögt und es bei Good Old Games zu einem günstigen Schnapperpreis bekommen könnt, dann schlagt zu und habt 2-3 Stunden gepflegten Retro-Spaß damit. Und wenn ihr es noch nicht kennt und das Gefühl habt, durch dieses Video genug davon gesehen zu haben, hey, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass das wirklich so ist. Nach Hocus Pocus brachte das Entwicklerstudio Moonlight Software auch nur noch eine Fortsetzung zu Clyde's Adventure heraus und dann war es das ebenfalls. Hocus Pocus sollte ihr größter und auch einziger wirklicher Erfolg bleiben. Das, was einer Fortsetzung am nächsten kommt, ist eine Doom-Mod, welche die Level möglichst detailgetreu als Ego-Shooter umsetzt und dabei wie eine kranke Mischung aus Catacomb Abyss und Heretic anmutet. Probiert's ruhig mal aus. Für mich ist es immerhin ein Spiel, das ich trotz all seiner Schwächen wahrlich in meinem Herzen trage und über die nächsten Jahre wohl immer wieder auspacken werde. Und wenn es in euren Herzen auch ein solches Spiel gibt, dann schreibt mir doch lieber das in die Kommentare. Happy Halloween miteinander!